Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Drug Dealer Simulator. Und ich habe ja gesagt, dieses Mal werde ich in der Nachtschicht mich selbst ausblenden und dass ich einfach was sehe, weil dann kann ich nämlich hier die ganzen Lichter ausmachen und dann habe ich den Bildschirm wesentlich besser im Auge, als wenn ich die Lichter anhab. Von daher mache ich mich jetzt mal weg. Also ich blende mich mal aus und mache mal ganz kurz meine Lichter aus. Dann ist das Ganze nämlich auch wesentlich angenehmer für mich. So, schauen wir doch einfach mal, was wir hier für Aufträge haben, weil wir müssen schauen, dass wir hier auf jeden Fall nach oben kommen. So, alter Marktplatz, was haben wir da? 20 Gramm Coke. Okay, machen wir natürlich. Haben wir ja noch. So, Two Towers haben wir hier drüben. Von daher würde ich sagen, machen wir erst einmal die 20 Gramm und bestellen dann auch gleich nochmal beim Eddie. Was würde ich sagen? Warte mal, hier habe ich es rein, ne? So, Produkt verpacken, neues Paket, einmal 20 Gramm bitte, machen wir. Und dann würde ich aber gleich wirklich beim Eddie nochmal was bestellen, weil ich habe nur die 60 Gramm und das wäre etwas schade. So, neues Angebot erstellen und zwar nehme ich diesmal jetzt nur Coca und da würde ich sagen, nehmen wir dann halt, ja 100, ne? Weniger können wir oder mehr können wir eigentlich nicht wirklich nehmen. Nee, das passt schon. Ich bestelle mal die 100 hier. Das passt dann schon. Das wird dauern 3 Stunden. Und? Sag's mir. Komm, Eddie. Und 2,5 Stunden. Ist okay. 2,5 Stunden kann man durchaus warten. Das wäre dann 22, 23, 24 Uhr. Also um Mitternacht sollte die Lieferung dann kommen. Ein bisschen Geld habe ich noch einstecken. Ich habe den kleinen Rucksack an. Ich würde sagen, ich schnappe mir mein Speed. Das Geld kann ich eigentlich hier lassen. Das brauche ich nicht. Ja, und ansonsten haben wir nichts, ne? So, wo müssen wir hin? Wir müssen da drüben hin. Jetzt könnte ich natürlich noch ganz kurz warten, ob ich am alten Marktplatz vielleicht noch was habe. Oder wir laufen halt einfach los. Das wäre ein Two Towers könnten wir noch mitmachen, ne? 2 Gramm Weed. Und nochmal. Also 2x2. Chuck. 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 So, weil dann können wir das nämlich verbinden. Entschuldigung. Ich muss natürlich speichern, ist ganz klar. Weil wenn ich jetzt des Nächtens raus und unterwegs bin, ich warte mal lieber. Wo laufen denn die? Doch, da vorne, ne? Es ist immer aufregend, auf jeden Fall. Und wir gleich den Nächsten in die Arme rennen. So. Haben einmal bei dir bitte. Psychedelics können wir. Ja, ist in Ordnung. 2 Gramm. Alles klar. Ich schau mal, ob ich darum gehe. Ich werde wahrscheinlich auch relativ leise sein. Jetzt haben mich sogar die Raben erschreckt, weißt du? Hier Funk. Ich weiß noch nicht wo. Aber wahrscheinlich da vorne. Jetzt gucken wir mal. Okay. Die frage ich auch nochmal. Da muss ich wahrscheinlich einfach mal vorbeigehen.
Okay, dann muss ich halt jetzt dann einfach mal warten, ganz kurz. Das Gute ist, dass die mich ja nicht wirklich sehen. So, wo muss ich hin? Da vorne. Das ist in der Gasse. Jetzt laufen die halt genau da vor, ne? Wo ich hin will. Ich warte mal, wo die hingehen. Die da wieder zurücklaufen, oder? Danke für die Flasche Wasser. So. Servusle. Ich muss da wirklich einfach mal hingehen. Wie viel fehlt uns eigentlich noch bis zum nächsten Level? Nicht mehr viel, ne? So, dann hätten wir das schon mal gemacht. So, wir schauen mal nach. Was gibt's noch? So, East Old Town, eine größere. 19 Gramm Weed. Ja, können wir machen. Erwartete Qualität. Sowas. Auch noch Ansprüche stellen, gell? So. Produkt verpacken. 19 haben wir gesagt. Na komm. Zack, zack. So. Moment. Ich muss da gegenüber hin. Die sind tatsächlich hier durchgelaufen. Ich glaube, ich spinne. Alter, das ist ja wirklich der Hammer. Da läuft mit denen. Man läuft denen halt wirklich dann voll in die Arme, ne? Laufen die jetzt auch wieder zurück oder sind die jetzt links rum? Die sind links rum gegangen. Aber ist ja heftig, oder? Warum sind hier so viele Streifen unterwegs? Habe ich den kleinen Rucksack an? Ja. Die laufen eigentlich immer da vorne entlang. Ich stell mich mal dahinter die Mauer. Ah, da vorne. Warten wir mal, ob sie mich sehen oder nicht. Sind viele unterwegs, ne? Würde ich sagen. Okay. Ich bin einfach nur immer ein bisschen angespannt, wenn ich unterwegs bin. Deswegen labere ich auch nicht so viel. Aber es geht auf jeden Fall sowas von viel besser. Das sage ich euch, wenn ich das Licht hier aus habe. Dann bin ich halt nicht mit eingeblendet, aber das muss ja auch nicht sein. Ne? So. Super. Haben wir nichts. Spät haben wir es. Wie? Noch eine Stunde und dann kommt die Lieferung. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe das Coca haben wir ja schon zusammengemischt, ne? Coca Viabatsu. Ich habe dann nochmal, ich aktiviere mal ganz kurz, und zwar
das Backpulver und so weiter, das habe ich jetzt halt alles schon mal zusammengemixt, auch mit dem Viagra, was ich da hatte. Und ja, das wartet jetzt im Grunde nur drauf, den Hauptstoff mit hinzugefügt zu bekommen, also entweder Amphetamin oder Kokain. Eins von den zweien. Die Mühle wartet im Grunde. So, und wir warten jetzt im Grunde auf die Lieferung, ne? Was sollen wir jetzt auch machen? Ich tue das mal schnell raus. Ich tue auch das da mal schnell raus. Wobei die Tasche natürlich genügend Platz hat. Würde ich sagen, warten wir jetzt einfach mal. Aber da ich ja glücklicherweise weiß, wo die Lieferung hingeht, kann ich ja da schon mal hin. Nee, ist ganz klar. Ich habe natürlich gespeichert. Und habe gewartet, wo die Lieferung hinkommt. Und von daher würde ich sagen, wir begeben uns gleich mal auf den Weg dorthin. Weil sonst dauert es eventuell zu lang. Wir machen mal hier an. Ja, genau. So, weil die Lieferung kommt nämlich an einem ganz blöden Ort an. Von daher würde ich gerne da gleich hinlaufen. So, Lockpick habe ich zum Glück mit dabei. Ich hoffe nur, dass ich die nicht abbreche, weil ich habe nur zwei Stück einstecken. Und, noch ein bisschen? Jawohl, gut. So. Sogar nachts ist hier noch finsterer irgendwie, ne? Keine Ahnung. So, aber das ist wirklich dann ein sehr gutes... sehr gute Möglichkeit. Weil anders würde ich jetzt halt ehrlich gesagt nicht wissen, wie ich da hinkomme. Willst du mich jetzt veräppeln? Na also. So, hier haben wir ja den Club. Ne? Wissen wir ja. So. Ich hoffe zumindest, dass die Lieferung auch an dem Punkt wieder abgeliefert wird, wo ich es gerade gesehen habe. Weil sonst war der Weg nämlich umsonst. So. Dam, dam, dam. Ja, wie gesagt, ne, wenn man ein bisschen, hups, ein bisschen drauf achtet, wie und was, dann geht's. Ne? So, ich mach mal das Handy weg. Ich müsste nämlich jetzt im Grunde genau an dem Punkt sein, wo ich hin muss. Hoffe ich zumindest. So, Kopf sehe ich jetzt keine. Steigen wir halt mal raus. Von daher, es wäre nicht schlecht, dass ich das Ding hier habe. So, ich weiß auch nicht, wo die Cops hier überall rumlaufen. Und da vorne ist eine Straßensperre, ne? So, wie spät? 0.01 Uhr, dann müsste das eigentlich gleich kommen. Vor allem, man muss echt aufpassen mit diesen Straßensperren, weil die sehen einen irgendwie sofort, habe ich das Gefühl. So, ich hoffe jetzt nicht, dass die hier langlaufen. Okay. Einmal wieder zurück. Moment. Ich mache wieder mein Licht an. So, alleine deswegen möchte ich auch schon die Stamina erhöhen, dass ich hier unten einfach ein bisschen flotter. Moment, ist da was drin? Weil manchmal ist da entweder Haarklammern drin oder mal eine Flasche Wasser oder irgendwie sowas. So, das war kein Schmodder. Ah, es ist doch offen. Ich dachte immer, die Dinger gehen wieder zu. Aber dem ist dann nicht so. Das ist gut.
Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So. Und schon sind wir ja wieder zu Hause. Also die Wege, die gehen wirklich relativ schnell. Ich gehe auch direkt da raus. Vor der Wohnungstür im Grunde. Aha. Weil hier habe ich auch nur dieses Stück hier zum Überwachen. Aber Funk hört man keinen, ne? So. No risk, no fun. Wir müssen raus. So. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen, wie schnell das eigentlich gehen kann über den Untergrund. Also das ist wirklich super flott. Gut, Druckenmodus. Nein. Das da. Wir legen nur das dahin. Den Koka. Jetzt muss ich überlegen. 100 Gramm. Ah, jetzt habe ich natürlich kein Licht da und sehe gar nichts. Das ist natürlich nicht schlecht. So, bei Koka, wenn ich jetzt 100 Gramm habe, dann brauche ich. Überleg, überleg. Ich glaube, wenn ich da. Ja, wenn ich da 10 Gramm mit reinmische, das reicht doch. 100 und 10. Ist auch egal. Hauptsache, ich kann es ein bisschen zusammenpanschen. Backpulvermix, genau, das war's. So, das kommt da jetzt halt rein, aber nicht natürlich alles. Oder warte mal, machen wir 15. Das müsste eigentlich. Machen wir erst einmal 10. Ich kann ja immer noch nachschütten. So, und schauen wir mal. Mix Details. 90,9. Okay. Dann machen wir mal noch 5 mehr rein. Ja, also wenn ich so 80, 20 habe, das ist eigentlich schon ganz okay. Eigentlich ganz banal zu rechnen, ne? Ich mache nochmal 5 Gramm rein und dann passt es normalerweise. So. Da, wenn du zu schnell bist und dann auf Hinzufügen klickst, ist böse. So. Mix Details. Ja, das ist okay. Wend mal an. Dann mache ich natürlich Gucker wie Batsu. Ich kann das halt nur nicht mit dem anderen vermischen, ist das Einzige, ne? Ich kann das jetzt halt im Grunde durchmischen und könnte dann im Grunde diesen Mix da noch mit reinschmeißen. Dann hätte ich das alles nochmal ein bisschen zusammen. Also dann ist die Mischung, denke ich mal, auch ganz okay. So, wir sind. Hey, was da Bullen rumlaufen? Ehrlich war, das ist ja unschön. Ich schau mal, ob ich jetzt das machen kann, dass ich in diesen Mix dann einfach den Mix mit reinhau. Ich hätte es eigentlich gleich mit reinhauen können, ne? Es wäre eigentlich egal gewesen. Okay. Weil ich glaube nicht, dass das da reingeht. Nein, weil das ein anderer Mix ist. So, aber ich kann das da hier mit reintun, hinzufügen und kann dann im Grunde das Ganze nochmal machen. So, da muss ich jetzt halt nur mal das hier weglöschen, Mix anwenden und dann kann ich das durchlaufen lassen und dann haben wir 160 Gramm gutes Koka-Gemisch. So. Wir schauen mal hier rein. Ja, das wissen wir schon, dass du das in den Blumentrog hast, du Trollo. Ganz am anderen Ende, ne? Ah, zwei große. 30 Gramm Weed und 30 Gramm Speed. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal die zwei Bestellungen, weil wir müssen ja auch hochkommen in unserem Ansehen, ne? Westold Town wäre natürlich auch nicht schlecht, aber jetzt haben wir, okay, zweimal alter Marktplatz, was soll man machen, ne? So. 30 Gramm Mary. Und 30, ja, Amf. Amfmix, warte mal, könnte ich
das da vielleicht nehme, ne? Produkt verpacken. 10 mal 3. Zack, dann haben wir das da. So, und dann kann ich den hier da rein tun. Und das lasse ich weiß. Ja, obwohl ich möchte eigentlich schon eine andere Farbe haben. Ich mache das jetzt mal als blau. Ich denke, blau ist okay. Hauptsache ich sehe es, ne? Ecstasy ist zwar auch blau, aber das nutze ich ja nicht wirklich. Also von daher. So, schauen wir mal, was noch reinkam. Two Towers ist hier, ne? Muss ich jetzt nicht unbedingt annehmen. Das passt schon. Das passt. Moment. Zweimal da drüben. Okay. Ich höre nichts. Nichts hören ist auf jeden Fall immer gut, ne? Aha, ups. Schnell weg. Hier ist es. Ampf. So. Level 20 ist natürlich nochmal hervorragender. So. Ich bleibe jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen in der Ecke. Heroin ist verfügbar, okay. Sehe ich jetzt gerade so. Die laufen da rechts von mir, ne? Die sind hier genau vor mir. Ich hoffe, die laufen nicht hier durch. Doch das, dass die ja auch hier rumlaufen. Nee, die sind da nach vorne. Das ist okay. Okay, dann lasst uns einmal ganz kurz da reinschauen. Würde ich gerne den Erfahrungsskill nochmal hochpushen. Okay, wir müssen noch nach da drüben. Da vorne stehen zwei Cops, ey. Keine Ahnung, wo die hingehen. Ah, die laufen da lang. Okay. So. Ich mache einmal... Na, ihr kennt mich, ne? Ich mache so einen Sicherheitsspeicher. Aber eigentlich könnte ich auch ganz flott... Das hier finden, ne? Das ist dann ein bisschen tricky. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich jetzt anstelle. So, genau. Das da. Jetzt muss ich mich orientieren. Ja. Na. Diese Siffe, ne? So. Dann sind wir nämlich auch schon. Hups. Sind wir nämlich auch schon wieder zu Hause. Also das geht wirklich relativ flott. Doch, man hört den Funk. Das ist cool. Ich dachte jetzt, den höre ich vielleicht hier nicht. Und? Nochmal bitte? Funk jetzt? Okay, kein Funk, ne? Es ist immer so... Vorne laufen die. Die laufen durch die Gasse schon wieder. Die laufen tatsächlich schon wieder durch die Gasse, oder? Gibt's ja wohl nicht, oder? Also das ist schon heftig, wenn die hier immer durchlaufen, aber ja. Okay, gehört halt einfach dazu, ne? Von daher ist es schon, also ich möchte es einfach nicht nochmal haben, dass ich irgendwo
festhängen und dann wird dann ein Backup. Lieber speichere ich nochmal, auch wenn ihr das vielleicht nicht so macht, aber lieber speichere ich nochmal, als dass ich dann nochmal so einen Backup und den ganzen Mist dann nochmal machen kann. Lieber einmal zu viel gespeichert. Ich kann es auch rausschneiden, wenn es den einen oder anderen stört. So, jetzt mal durchschnaufen. Was haben wir jetzt halt noch? Ich würde halt natürlich gerne zumindest Downtown vielleicht freischalten, aber dazu müsste ich halt West Old Town und Stink jetzt definitiv noch nach oben hauen. Und Candle ist schon wieder runter und auch East Old Town ist wieder runter, ne? Das ist echt übel. Okay, Eddie, was willst du? Ja, Herr, ich weiß es. Das hab ich doch mitbekommen. Du hast schon wieder eine neue Wohnung, alter Marktplatz, Geld und Two Towers, 4 Gramm Ampf. Das wäre jetzt halt eigentlich dann sogar auf einem Weg, ne? Okay, machen wir die zwei Lieferungen, machen wir noch, komm. Machen wir noch. So, zum einen, wir holen unser Geld. Und was noch wichtiger ist, unser Kunde mit 4x Ampf. So, und du kriegst von dem hier, von dem richtig leckeren Zeug. So, wir haben auch nur das einstecken. Eigentlich könnte ich ja das hier reinpacken, ne? Und den Ding da lassen. Weil ich kann ja das Geld so einstecken. Ach nee, das andere Geld habe ich ja auch noch. Oh, echt übel. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Also schauen wir erst einmal Two Towers. Komm, Funk. Okay, die laufen. Alter. Aber ich bin doch vom Fahndungslevel gar nicht so hoch. Ich bin doch ganz unten. Das Dumme ist, wenn die davor laufen, das könnte sein, dass sie auch wieder zurücklaufen, ne? So, Servusle. Jupp, gib es mir. Und der ist in der Gasse. So weit wegbleiben wie möglich. Vor allem, wenn ich irgendwo einen Funk höre, ne? Wenn die nur so um die Ecke rumkommen, Alter. Du kannst denen halt voll in die Arme rennen, ne? Das ist, wenn du da nach Hause gehst und dann stehen die da plötzlich in der Gasse genau vor deiner Wohnungstür, das ist schon übel. Muss ich echt sagen. Macht keinen Spaß. Aber die alternativen Wege zu nutzen, das ist auf jeden Fall toll. Also durch die Kanalisation und so weiter zu schleichen und zu machen. Damit kann man ganz gut die ein oder andere Strecke einfach mal wesentlich schneller überwinden, muss ich sagen. Manche Abzweigungen dauern vielleicht ein bisschen zu lang, aber auch das ist auf jeden Fall gut und vor allem, wenn man Geflüchteter ist, sowieso, ne? So, wir haben unsere 1220 Dollars hier einstecken. Wir haben hier auch noch einen ganz guten Batzen Geld. Das heißt, ich kann den nächsten Tag eigentlich, warte mal, wie spät haben wir es? 3.10 Uhr. Ich kann jetzt ja noch die ein oder andere Lieferung abwarten, die ich vielleicht noch durchziehe. Und dann würde ich sagen, schaue ich, dass ich die Gebiete wieder nach oben bekomme. Also hauptsächlich natürlich tagsüber mit Sprays. Stink. Ja, jetzt nicht. Und dann werden wir uns quasi beim nächsten Mal wiedersehen und dann werden wir das Gebiet auch freischalten, so dass wir mit Labellana so langsam mal in Kontakt kommen, weil wir brauchen Geld. Und davon nicht gerade wenig, weil ich möchte auf jeden Fall die ein oder andere Bude, die mir
zusagen würde, würde ich mir gerne unter Nagel reißen und die dann eben dementsprechend einrichten mit Schränken, mit Mischern, mit Dosen und so weiter. Also, dass man sich da einfach mal ein bisschen ausbaut. Ich denke, alles werde ich nicht nehmen. Ich werde wahrscheinlich mich auf 3 oder vielleicht auf 4 Hütten beschränken, weil das absolut ausreicht. Und es gibt ja große Hütten, die man sich nehmen kann. Ja, also ich brauche jetzt zum Beispiel nicht die da drüben mir unter Nagel reißen, weil das ist wirklich gleich über die Tür rüber, über die Straße rüber. Muss nicht sein. Aber manch andere, die habe ich euch ja schon genannt, aber die, die es nicht wissen, ihr werdet es dann sehen, welche ich meine. Ich würde mich heute auf jeden Fall auch freuen über ein Like, ich würde mich freuen über Kommentare und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.